Der VW-Skandal hat sein erstes personelles Opfer gefunden. Der Chef des VW-Konzerns, Herr Winterkorn, ist zurückgetreten. Er übernimmt die Verantwortung. Er hat ja in den letzten Tagen schon Entschuldigung gegeben und hat den unglaublichen Spruch losgelassen, er wollte allen Schaden gut machen. Ich glaube nicht, dass er oder der VW-Konzern das kann, den Schaden, den sie produziert haben, wieder gut zu machen. Schauen wir uns doch im Detail an, um was es hier geht. Natürlich ist der Skandal erst richtig da offensichtlich geworden, wo der Konzern kriminelle Handlungen gemacht hat, um Schadstoffausstoße seiner Autos zu vertuschen und noch mehr Schadstoffe in die Luft zu blasen, als gesetzlich in den USA erlaubt ist. Mit einer Software haben sie die Messungen manipuliert. Unglaubliches Fehlverhalten. Aber das ist nicht das einzige Fehlverhalten. Denn wenn wir uns anschauen, welchen Schaden will er denn gut machen? Wir haben seit Jahrzehnten eine Diskussion über Luftschadstoffe, die Lungenkrebs erzeugen, die viele Menschen töten, über diese Krankheiten und weiteres mehr. Erst vor kurzem ist in China eine Untersuchung aufgelegt worden, wonach wegen Luftschadstoffen täglich 1000 Menschen sterben. Hauptursache für diese Luftschadstoffe sind die Kohlekraftwerke und die Dieselautos. Damit ist VW als einer der Hauptverkäufer dort natürlich voll im Blick. Aber nicht nur VW, natürlich sind das auch andere Automobilkonzerne, die an dieser Schadensentwicklung und an den Luftschadstoffen beteiligt sind. Und diese Schadensentwicklung ist ja nicht nur im Sektor der Gesundheit zu sehen, wo viele Menschen Schlimmes erleben mussten, weil sie Lungenkrebs bekommen, krank werden, die Familien werden belastet, die Gesundheitskassen werden belastet und vieles mehr. Den Schaden kann VW nie mehr gut machen. Und den anderen Schaden, den sie mit den anderen Schadstoffen, nämlich nicht die unsere direkte Atemluft belasten, aber unser Klima belasten, mit CO2-Emissionen aus den Auspuffen dieser Autos, den können sie doch auch nicht mehr gut machen, was sie da schon für Schäden alles verursacht haben, wo wir jetzt sehen, wie die Klimaveränderung diese Erdgemeinschaft immer schlimmer belastet. Und all das ist nicht nur verursacht worden durch ein kriminelles Handeln, dass sie bestimmte Schadstoffrückhalte Grenzwerte nicht eingehalten haben, sondern sie haben doch über Jahrzehnte hinweg Politik manipuliert, um eben schärfere Grenzwerte für mehr Gesundheitsschutz und für mehr Klimaschutz wirklich auch zu verhindern. Das war in Europa massiv der Fall. In 2009 wollte die EU-Kommission, das Europaparlament schärfere Grenzwerte für den Schadstoffausstoß im Klimasektor genauso wie bei den Luftschadstoffen auf den Weg bringen. Es hat die Automobilwirtschaft hier heftig opponiert, hat willfährige Politiker, den damaligen Umweltminister Gabriel und die damalige Kanzlerin Merkel gefunden, um eben in Brüssel das abzuräumen. Die Grenzwerte sind nicht so stark gekommen, wie es für den Gesundheitsschutz und für den Klimaschutz notwendig gewesen wäre. Schon das ist ja auch eine Fehlleistung, die diese Konzerne insgesamt, aber VW allen vorne dran als einer der stärksten, mit verursacht haben. Und wir haben ja diese Entwicklung auch noch in den anderen Bereichen. Seit Jahrzehnten, begonnen 1990 mit dem Clean Air Act in Kalifornien, wo erstmals eine Gesetzgebung auf den Weg gebracht wurde, dass Null-Emissionsautos, schadstofffreie Autos in den Markt gebracht werden müssen. Sie haben es torpediert. Dort vor allem natürlich General Motors als größter Konzern hat das torpediert. Aber im Einklang mit all den Automobilkonzernen, die immer versucht haben, die von der Gesellschaft notwendigen Maßnahmen, nämlich mehr Gesundheitsschutz, saubere Luft und mehr Klimaschutz, zu torpedieren mit ihren Argumenten, die Kunden wollten nur dreckige Autos haben. Und jetzt haben wir die Skandale. Nein, Herr Winterkorn, der VW-Konzern, wird diesen Schaden nie gut machen können, den sie produziert haben. Und ich bin gespannt, ob das, was er jetzt heute bei seinem Rücktritt gesagt hatte, dass er nämlich neuem Personal, neuen Leuten den Weg frei machen muss. Ich bin gespannt, ob es jetzt endlich eine Konzernspitze gibt, die wirklich das Null-Emissionsauto, sowohl was die Klimagase betrifft, als auch was die Luftschadstoffe betrifft, auf den Weg bringt. Zwingend erforderlich ist es für diese Welt. Es wäre ein Neuanfang möglich. Hoffentlich kommt er endlich. Das war in Europa
massiv der Fall. In 2009 wollte die EU-Kommission das Europaparlament schärfere Grenzwerte für den Schadstoffausstoß im Klimasektor genauso wie bei den Luftschadstoffen auf den Weg bringen. Es hat die Automobilwirtschaft hier heftig opponiert, hat willfährige Politiker, den damaligen Umweltminister Gabriel und die damalige Kanzlerin Merkel gefunden, um eben in Brüssel das abzuräumen. Die Grenzwerte sind nicht so stark gekommen, wie es für den Gesundheitsschutz und für den Klimaschutz notwendig gewesen wäre. Schon das ist ja auch eine Fehlleistung, die diese Konzerne insgesamt, aber VW allen vorne dran als einer der stärksten, mit verursacht haben. Und der VW-Skandal hat sein erstes personelles Opfer gefunden. Der Chef des VW-Konzerns, Herr Winterkorn, ist zurückgetreten. Er übernimmt die Verantwortung. Er hat ja in den letzten Tagen schon Entschuldigung gegeben und hat den unglaublichen Spruch losgelassen, er wollte allen Schaden gut machen. Ich glaube nicht, dass er oder der VW-Konzern das kann, den Schaden, den sie produziert haben, wieder gut zu machen. Schauen wir uns doch im Detail an, um was es hier geht. Machen. Und den anderen Schaden, den sie mit den anderen Schadstoffen, nämlich nicht die unsere direkte Atemluft belasten, aber unser Klima belasten, mit CO2-Emissionen aus den Auspuffen dieser Autos, den können sie doch auch nicht mehr gut machen, was sie da schon für Schäden alles verursacht haben, wo wir jetzt sehen, wie die Klimaveränderung diese Erdgemeinschaft immer schlimmer belastet. Und all das ist nicht nur verursacht worden durch ein kriminelles Handeln, dass sie bestimmte Schadstoffrückhalte Grenzwerte nicht eingehalten haben, sondern sie haben doch über Jahrzehnte hinweg Politik manipuliert, um eben schärfere Grenzwerte für mehr Gesundheitsschutz und für mehr Klimaschutz wirklich auch zu verhindern. Natürlich ist der Skandal erst richtig da offensichtlich geworden, wo der Konzern kriminelle Handlungen gemacht hat, um Schadstoffausstoße seiner Autos zu vertuschen und noch mehr Schadstoffe in die Luft zu blasen, als gesetzlich in den USA erlaubt ist. Mit einer Software haben sie die Messungen manipuliert. Unglaubliches Fehlverhalten. Aber das ist nicht das einzige Fehlverhalten. Denn wenn wir uns anschauen, welchen Schaden will er denn gut machen? Wir haben seit Jahrzehnten eine Diskussion über Luftschadstoffe, die Lungenkrebs erzeugen, die viele Menschen töten, über diese Krankheiten und weiteres mehr. Erst vor kurzem ist in China eine Untersuchung aufgelegt worden, wonach wegen Luftschadstoffen täglich 1000 Menschen sterben. Hauptursache für diese Luftschadstoffe sind die Kohlekraftwerke und die Dieselautos. Damit ist VW als einer der Hauptverkäufer dort natürlich voll im Blick. Aber nicht nur VW, natürlich sind das auch andere Automobilkonzerne, die an dieser Schadensentwicklung und an den Luftschadstoffen beteiligt sind. Und diese Schadensentwicklung ist ja nicht nur im Sektor der Gesundheit zu sehen, wo viele Menschen Schlimmes erleben mussten, weil sie Lungenkrebs bekommen, krank werden, die Familien werden belastet, die Gesundheitskassen werden belastet und vieles mehr. Den Schaden kann VW nie mehr gut machen. Töten über diese Krankheiten und weiteres mehr. Erst vor kurzem ist in China eine Untersuchung aufgelegt worden, wonach wegen Luftschadstoffen täglich 1000 Menschen sterben. Hauptursache für diese Luftschadstoffe sind die Kohlekraftwerke und die Dieselautos. Damit ist VW als einer der Hauptverkäufer dort natürlich voll im Blick. Aber nicht nur VW, natürlich sind das auch andere Automobilkonzerne, die an dieser Schadensentwicklung und an den Luftschadstoffen beteiligt sind. Und diese Schadensentwicklung ist ja nicht nur im Sektor der Gesundheit zu sehen, wo viele Menschen Schlimmes erleben mussten, weil sie Lungenkrebs bekommen, krank werden, die Familien werden belastet, die Gesundheitskassen werden belastet und vieles mehr. Den Schaden kann VW nie mehr gut machen. Und den anderen Schaden, den sie mit den anderen Schadstoffen, nämlich nicht die unsere direkte Atemluft belasten, aber unser Klima belasten, mit CO2-Emissionen aus den Auspuffen dieser Autos, den können sie doch auch nicht mehr gut machen, was sie da schon für Schäden alles verursacht haben, wo wir jetzt sehen, wie die Klimaveränderung diese Erdgemeinschaft immer schlimmer belastet. Und all das ist nicht nur verursacht worden durch ein kriminelles Handeln, dass sie bestimmte Schadstoffrückhalte
Grenzwerte nicht eingehalten haben, sondern sie haben doch über Jahrzehnte hinweg Politik manipuliert, um eben schärfere Grenzwerte für mehr Gesundheitsschutz und für mehr Klimaschutz wirklich auch zu verhindern. Das war in Europa massiv der Fall. In 2009 wollte die EU-Kommission, das Europaparlament schärfere Grenzwerte für den Schadstoffausstoß im Klimasektor genauso wie bei den Luftschadstoffen auf den Weg bringen. Es hat die Automobilwirtschaft hier heftig opponiert, hat willfährige Politiker, den damaligen Umweltminister Gabriel und die damalige Kanzlerin Merkel gefunden, um eben in Brüssel das abzuräumen. Die Grenzwerte sind nicht so stark gekommen, wie es für den Gesundheitsschutz und für den Klimaschutz notwendig gewesen wäre. Schon das ist ja auch eine Fehlleistung, die diese Konzerne insgesamt, aber VW allen vorne dran als einer der stärksten, mit verursacht haben. Und wir haben ja diese Entwicklung auch noch in den anderen Bereichen. Seit Jahrzehnten, begonnen 1990 mit dem Clean Air Act in Kalifornien, wo erstmals eine Gesetzgebung auf den Weg gebracht wurde, dass Null-Emissionsautos, schadstofffreie Autos in den Markt gebracht werden müssen. Sie haben es torpediert. Dort vor allem natürlich General Motors als größter Konzern hat das torpediert. Aber im Einklang mit all den Automobilkonzernen, die immer versucht haben, die von der Gesellschaft notwendigen Maßnahmen, nämlich mehr Gesundheitsschutz, saubere Luft und mehr Klimaschutz, zu torpedieren mit ihren Argumenten, die Kunden wollten nur dreckige Autos haben. Und jetzt haben wir die Skandale. Nein, Herr Winterkorn, der VW-Konzern wird diesen Schaden nie gut machen können, den sie produziert haben. Und ich bin gespannt, ob das, was er jetzt heute bei seinem Rücktritt gesagt hatte, dass er nämlich neuem Personal, neuen Leuten den Weg frei machen muss. Ich bin gespannt, ob es jetzt endlich eine Konzernspitze gibt, die wirklich das Null-Emissionsauto, sowohl was die Klimagase betrifft, als auch was die Luftschadstoffe betrifft, auf den Weg bringt. Zwingend erforderlich ist es für diese Welt. Es wäre ein Neuanfang möglich. Hoffentlich kommt er endlich. Das war in Europa massiv der Fall. In 2009 wollte die EU-Kommission, das Europaparlament schärfere Grenzwerte für den Schadstoffausstoß im Klimasektor genauso wie bei den Luftschadstoffen auf den Weg bringen. Es hat die Automobilwirtschaft hier heftig opponiert, hat willfährige Politiker, den damaligen Umweltminister Gabriel und die damalige Kanzlerin Merkel gefunden, um eben in Brüssel das abzuräumen. Die Grenzwerte sind nicht so stark gekommen, wie es für den Gesundheitsschutz und für den Klimaschutz notwendig gewesen wäre. Schon das ist ja auch eine Fehlleistung, die diese Konzerne insgesamt, aber VW allen vorne dran als einer der stärksten, mit verursacht haben. Der VW-Skandal hat sein erstes personelles Opfer gefunden. Der Chef des VW-Konzerns, Herr Winterkorn, ist zurückgetreten. Er übernimmt die Verantwortung. Er hat ja in den letzten Tagen schon Entschuldigung gegeben und hat den Der VW-Skandal hat sein erstes personelles Opfer gefunden. Der Chef des VW-Konzerns, Herr Winterkorn, ist zurückgetreten. Er übernimmt die Verantwortung. Er hat ja in den letzten Tagen schon Entschuldigung gegeben und hat den unglaublichen Spruch losgelassen, er wollte allen Schaden gut machen. Ich glaube nicht, dass er oder der VW-Konzern das kann, den Schaden, den sie produziert haben, wieder gut zu machen. Schauen wir uns doch im Detail an, um was es hier geht. Natürlich ist der Skandal erst richtig da offensichtlich geworden, wo der Konzern kriminelle Handlungen gemacht hat, um Schadstoffausstoße seiner Autos zu vertuschen und noch mehr Schadstoffe in die Luft zu blasen, als gesetzlich in den USA erlaubt ist. Mit einer Software haben sie die Messungen manipuliert. Unglaubliches Fehlverhalten. Aber das ist nicht das einzige Fehlverhalten. Denn wenn wir uns anschauen, welchen Schaden will er denn gut machen? Wir haben seit Jahrzehnten eine Diskussion über Luftschadstoffe, die Lungenkrebs erzeugen, die viele Menschen